yeah, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Fire Emblem für den Game Boy Advance, wo wir hier zurück sind. Wir haben, glaube ich, ja, stimmt, wir haben alles gerade eben eingestellt. Also können wir einfach in die nächste Runde rein und einfach sofort in die Action einsteigen von diesem Part. Ach, vielleicht, ich wollte, glaube ich, den Schnitter umwechseln, aber nee, das hat sich gelohnt. Dadurch hat Guy gleich sofort weggeschnittert, was nur abgeht. Und das ist doch einiges wert. Eieieiei. Geil, geil, geil. Das ist gut, dass du so viel levelst. So. Jetzt muss Guy nicht mehr unbedingt so hart leveln. Er ist schon Level 7. So kommt jetzt eh keiner dran. Ich will nur mal kurz gucken. 13 Schaden. Also wir würden 13 Schaden bekommen. Mit einem. Dafür bekommen wir hier. Das reicht nicht aus. Das würde einfach genau ausreichen, um mich genau danach zu killen, diesem Angriff. Deswegen gehst du dahin. Guy wird geheilt von der lieben Sarah. Genau, stimmt. Die wollen wir ja weiter leveln bis Level 20. Wäre halt natürlich Optimalfall. Und dann irgendwann mal die Priscilla halt nur als Heilungsviech. Werden wir sehen, wie wir das machen. Hector. Drüben könnte man noch Heilung heilen, aber nee. Ich sitze da hin zum Händler und verkaufst jetzt wenigstens ein Feuerjuwel, damit wir wieder ein bisschen Geld haben. Wir hätten damals auch ein Schneejuwel verkaufen können. Ich weiß, ich bin schlau. Ha ha ha, ho ho ho, hi hi hi, ha 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 ha. Ah, aber so ist das halt in Geschäft. Ach, wir können den einen einfach auch anlocken, ganz ehrlich. Hier, du hast ein Langsperr, dann lieber nicht. Du hast Stahllanze, komm. Reicht eh nicht aus. Super, super nachgedacht. 1A Spitzenklasse. Du stellst dich dann hier in den Wald mit einem langen Speer. Wirst das schon schaffen. Kommt immer noch nicht dran. Also passt alles. So, auf zum nächsten Zug. Da kommt dieser Idiot. Der denkt, dass er dann viel was schaffen wird mit seinem Stahlbogen. Aber da vergessen, dass der Kent hier einen langen Speer hat. Im langen Speer geht da einiges ab. Wenn ich mal so behaupten wollen. So. Was sind das überhaupt für Viecher, die da gekommen sind? Also Leute, mit was sind die da hergekommen? Mit was kommen die größtenteils? Mit Eisenlanze und Eisenlanze. Also wäre Hector genau perfekt da oben. Zum mit aushelfen. Du stellst dich einfach hier mal hin mit einem Feuer. To a burning ring of fire. When you went down, down, down into a burning ring of fire. Da 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 da. Schon haben wir den erledigt. Erledigst den hier mal anscheinend nicht. Ist auch nicht weiter schlimm. Du kannst den hier erledigen. Jetzt kommen dann nur 10.000 Leute an. Also vielleicht doch lieber nicht. Mhm. Wer würde denn noch so drankommen? Du könntest da... Könntest du anlocken? Ah, komm doch dran. Eieieiei. Na egal. Haben wir halt den Fehler gemacht. Ist ja nicht schlimm. Wir wollen ja ein bisschen anlocken, also ist das schon in Ordnung. Ist das schon in Ordnung? Oh ja. Oh Mann. Das gibt's doch ja nicht. So, mal sehen. Schön daneben im Stahlschwert. Zane kann mit einer Stahllanze nicht nochmal angreifen. Typisches Problem über solche Einheiten. Das war irgendwie recht gut klar. Rebecca,
Wobei, 79% Trefferchance, da war es nicht so ganz klar, aber gut. Der Erk weicht ja auch schön gut aus. Kann schön mit dem Feuer verteilen. Ja. Erk ist ja auch schon recht gut besetzt. Erk ist einfach heftig als Magier der Zerstörung. Okay, er bekommt auch ein bisschen Schaden, aber das ist auch noch ein bisschen verständlich und in Ordnung so. Hoffentlich kommt gleich auch unser Hector nach oben, weil da sollten dann, glaube ich, mehrere kommen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. So, also nicht nur jetzt die eine Welle, sondern einige andere auch. Deswegen gehen wir da ein bisschen hin und schauen uns da ein bisschen um. Das war ja klar, das wurde ja extra aufbeschworen, damit Rebecca hier abschließen kann. Weil der steht im Wald. Wir haben immer noch 80% Trefferchance. Er steht nicht im. Und wir stehen nicht im Wald und haben, er hat nur 60% Trefferchance auf uns. Naja, ein bisschen blöd, sage ich dazu nur für den Gegner, aber gut. Das ist irgendwie schlauer. Wobei, kann man auch so machen. Dann müssen wir noch Hector hinbringen. Dann sollte alles irgendwie klappen. Sollten die beiden eigentlich immer alles irgendwie abklären können. Ist mit einem Eisenachs hinten dran, genau. Wunderbar. Ja, komm, mach du einmal den Erstangriff, Guy. Und darf Florina abschließen. Genau. Mit der Eisenlanze geht's auch, also mach's einfach mal so. Bevor ich da irgendwas Falsches mache. Darf da rumheilen. Dann geht ihre erste Heilung jetzt mal in dieser neuen Art von Runde weg. Also heißt, in der neuen Runde heißt das, was wir gerade erst wieder neu bekommen haben. Lynn kann hier geheilt werden, stimmt. Soll sie auch. Wieso mit Pfleger, ich Schlaukopf? Alter, das bringt so gar nichts. Ich habe sogar nur einen Erfahrungspunkt, sogar mehr. Wow, wegen einem Erfahrungspunkt. Ja, deswegen lohnt es sich. Wegen einem Erfahrungspunkt. Wegen nichts anderem. Da ist ja alles irgendwie klar. Eigentlich sind wir so gut wie durch. In der Zwischenzeit so ganz langsam, aber wir sind ein bisschen ruhig. So. Erk hat genug, crittet deswegen einfach mal, weil er genügend Schaden bekommen hat. Erk wird sofort runterlaufen. Okay, hier will jemand einen Langspeer auch Ärger machen. Okay, ja, du bekommst gleich Ärger von Guy. Dann wirst du dich gleich freuen, dass du diese Scheiße gemacht hast. Das war so richtig. Dann nimm lieber einen Wolf bei und zerstückel sie. So. Bam! Genau dafür haben wir einen Wolf bei, damit so solche Kavallerieeinheiten so richtig zerstört werden, ohne Gnade. Der sollte nicht hinterherkommen, genau. Ist auch besser so. Es sollte hier so viel Heilung wie nur möglich stattfinden. Okay, du könntest wie viel Schaden machen? 7 mal 2. Du machst. Dann mach's. Wunderbar gemacht, Zane. Auch vorbei an Zane. Okay, der Typ kann nichts. Er hat Zane nicht mal getroffen. Stärke, Verteidigung, Geschwindigkeit. Ja. Hier noch mal ein Eisenschwert. Du kannst sogar zweimal an. Au. Au, 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 au. Ich würde sagen, das hat ein bisschen wehgetan. Also nur ein kleines bisschen. Nicht gerade viel, aber nur ein kleines bisschen. Deswegen, ne? Ist doch verständlich. So.
Sieht's denn da drüben aus? Kann ich da vielleicht sogar... Ja, könnte ich sogar. Ich könnte einfach sogar hier... Mit... Angsperr zumindest mal, weil ich nicht weiß, wie nah da dran kommt. Gerade nicht nah genug. Selbst da wäre nicht genug dran gewesen. Aber schon mal alles vorbereitet. Das gibt's doch nicht. Mann. So. Können wir so langsam zum Abschluss der Mission gelangen. Yay, endlich mal. Hector wird auch getroffen. Nein, Hector muss auch geheilt werden. Hector, warum? Warum lässt du dich treffen? Das war ja klar, dass er auf Guy gegangen wird. Aber Guy, weißt du, was er macht? Denn er ist unser Guy. Und unser Guy, der weiß, was er macht. Oh, ich bin nur wieder müde. Warum habe ich das immer wieder bei Aufnahmen letztens, dass ich immer währenddessen rumgehne? Ich unglaublicher Verrücktling. Ich habe schon lange nicht mehr Binding of Isaac aufgenommen. Vielleicht tue ich es zu dem Zeitpunkt schon wieder, aber ich habe schon lange nicht mehr, weil ich habe sehr, sehr viel Vorrat davon. Weil ich keine Lust hatte und ein bisschen vergessen hat. Da habe ich gedacht, doch komm, nimm einfach ganz viel auf. Da hatte ich, glaube ich, letztens knapp einen Monat Vorrat und jetzt weiß ich sowieso, bis wohin ich Binding of Isaac zuerst mal LP'en werde, nämlich bis zum 30. Oktober. Dann sollte ja Afterbirth rauskommen, dann muss ich noch das Geld dafür haben und dann haben wir ein Afterbirth LP automatisch. Hey. Ich weiß nicht, ob ich dann die Serie so weitermache oder ob ich dann nicht einfach Afterbirth wieder von neuem rumzähle oder keine Ahnung wie oder was auch immer. Man wird sehen. So, dann kann Szenen hier geheilt werden. Dann heilen wir ein bisschen hier rum, gucken, dass dort oben die Einheiten durchkommen. Das ist ja eh kein Problem hier. Eisenlanze und Tod. Ist klar. So. Macht sogar nur 5 Schaden, wenn dann. Lorina ist das sowieso egal, die haut hier eh alles kaputt, so ist das nicht. Und Donner haben wir auch nochmal bekommen. Hey! So. Hier geht's voran. Becker darf zum Haus gehen. Ofen noch ein bisschen hinterher. Hier wird auch. Wir gucken dann, wer abschließen darf. Wir sagen, keiner von denen. Von denen auf jeden Fall keiner. Also die Sarah schafft Level Up mit KP. Dann darf Christi da ruhig hinterher. Gut. Da oben. Da. Gut, machen wir weiter. Mal sehen, was jetzt kommt. Vielleicht schaffen wir es irgendwie gut. Hat sogar gar keinen Schaden mehr. Okay. Hector ist ein bisschen zu heftig, glaube ich. Aber das wissen wir ja, dass unser Hector einfach einiges drauf hat. Ach, da kommen jetzt sogar gar keine mehr. Okay. Das heißt, wir gehen einfach mal hier eine Runde durchheilen. Lass auch ruhig wieder ein bisschen zurück. Lass da rumheilen. Und dann heilen wir hier ein bisschen rum, wie schon gesagt, damit die Sarah halt so viel wie nur möglich an KPs wieder zurückbekommt. Und wir da keinerlei großartige Probleme bekommen. Da. Kent muss noch geheilt werden. Die Sarah muss nicht geheilt werden. Christina darf trotzdem so dorthin. Jetzt gehen wir mit allen möglichen da zum Endboss. Zane guckt schon mal, was er überhaupt... Ja gut, der ist nicht so heftig drauf, oder? Das ist eine Trefferchance. Gut, die Trefferchance ist bei ihm halt schon recht krass. Becker darf nochmal gucken. Er hat eh einen langen Sperr, okay. Kent. Kent wird in Kenntnis gesetzt. Ho, ho. Besuch!
Seid ihr einer von Eliwoods Soldaten? Euer Auftreten führt zu dieser Annahme. Dörfler sagen, ihr könntet einen Gegner in einem Wimperschlag besiegen. Wenn ich älter bin, werde ich auch so flink sein. Wartet nur ab. Ja, das bringt uns einiges. Nicht. Das bringt uns einiges. Nicht. Du das auch darüber. Hier wird auch. Wir haben sonst, wie schon gesagt, da keinen. Auch alle voll. So. Zell stellt sich hier schon mal einen Wald hin. Und dann machen wir einfach weiter. So. Hier wird gleich leicht Leute voran. Oh Mann, oh Mann. Kent könnte hier noch Heilung gebrauchen, genau. Also, Kent bekommt noch hier ein bisschen Heilung. Du gehst ein bisschen voran. Langspeer. Du gehst voran. Du gehst voran. Ist auch schon mal so voran. Also welches 16 Erfahrungspunkte schon? Dem Level 8 noch hinterher. Also bla 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 ist unwichtig. So, dann gehen wir hier. Darf hier die Serra da rumheilen? Nee, geht doch gar nicht. Der Erk. Das war da drüben. Dann musst du dahin, genau mit den Loven. Der darf da rüber. Die darf heilen. So. Und dann sollte sie. Warte, was ein Level hat nochmal Serra? War der erst Level 10, ne? 11. Ah, 11 schon. Oh. Habe ich ja einiges hochgelevelt. Aber okay, das war auch eine längere Mission und. Ach, wir haben Hector vergessen. Hector, du musst hinterher. Ich gehe doch schon. Vielleicht schafft es Florina, ihn auch noch abzuholen. Das wäre auch nicht gerade schlecht. Das wäre optimal sogar, um es mal so zu sagen. Wenn das funktionieren würde, würden wir halt ein bisschen Zeit sparen. Und tun wir auch. Er braucht noch ein bisschen Heilung. So. Jetzt wird im Wald schon mal. Liebe Serra, einfach mal so. Ich weiß, dies macht hier alles nicht so viel Spaß, ich weiß. Weil ich hier gerade sehr, sehr viel aufs Level tun und. Naja, voll langweiligen Zeug eigentlich noch mache. Aber das muss sein. Ich weiß noch, wie oft ich sonst Fire Emblem verkackt habe. Und damit das halt nicht so oft geschieht, sollte man hier mal lieber vorsichtig leveln. Und aufpassen. Ey, Batra darf nicht hochgehalten werden. Also nicht ganz hoch. Vollständig. Das wäre sonst zu viel. So, Batra darf rüber. So, jetzt würde ich mal ein bisschen gucken, wie ich so ein bisschen noch die Heilung rausbekomme, damit ich noch so viel Zeit wie nur möglich rauszögere. Rebecca? Nee. Nee. Wobei. 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 Warten. Das passt schon alles. So. Sei bereit, deinem Schöpfer gegenüber zu treten. Das habe ich mir gedacht, dass er trifft. Deswegen wollte ich mit der Rebecca nicht gleich sofort treffen. 1% Treff-Crit-Chance. Wie ist das? Sie wird geheilt von der lieben Serra. Ist natürlich auch ein Vorteil. Und die Serra bekommt sie nicht ganz hochgeheilt oder doch ganz? Ganz hochgeheilt. Okay, das heißt umso. Also da ist keinerlei Gefahr da. Sagen wir es mal so. Mal abgesetzt. Dann ist sie ja rüber. Erk würde wahrscheinlich instant killen oder so. Nee, doch nicht. Okay. Ich wollte ja nur fragen. Mal gucken, wie das da aussieht. Bowker.
Ocker wird hochgeheilt. Okay, jetzt trifft sie natürlich nicht mit 79% Trefferchance. Okay, logisch, logisch. That's very logic. Out of heil. Steht's denn, wenn unsere Florina angreifen möchte? Das will ich noch schnell nachgucken. Eigentlich genauso blöd, ja. Naja, dann sage ich doch mal vielen Dank, dass ihr diesen Part dabei wart bei Let's Play Fire Emblem 5 Game Advance. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss!